Wie lange dauert die Gründung einer GmbH und Co. KG oder einer UG und Co. KG? Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen auf der Seite der Kraus Gender Rowinski Anwaltskanzlei. Ich bin André Kraus, ich bin Rechtsanwalt und ich bin spezialisiert auf Unternehmensrechtsfragen. Und in diesem Video geht es um die Dauer der Gründung einer GmbH und Co. KG oder einer UG und Co. KG. Zunächst einmal beraten wir Sie ausführlich bei einer Gründungsberatung und der Rechtsanwalt, der die Gründungsberatung durchführt, der stellt auch Ihren individuellen Gesellschaftsvertrag. Und im schnellsten Fall können wir dies auch innerhalb von 24 Stunden machen. Allerdings in normalen Fällen ohne eine besondere Dringlichkeit dauert diese Phase 3 bis 4 Werktage. Danach wird ein Beurkundungstermin für die Beurkundung der Gründungsunterlagen für Sie vorbereitet und das dauert im Durchschnitt auch 3 bis 4 Werktage. Hiernach wird die GmbH und Co. KG oder die UG und Co. KG ins Handelsregister eingetragen und die Eintragung, die nimmt normalerweise 2 bis 3 Wochen in Anspruch. Hierzu ein sehr wichtiger Tipp. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Briefkasten an der Geschäftsanschrift zu beschriften, damit auch die Kostennote des Registergerichtes auch zugehen kann, die Gebühr dementsprechend auch eingeht und die Gesellschaft auch rechtzeitig eingetragen wird. Und noch ein weiterer Tipp zur Beschleunigung. Was Sie machen sollten, ist auch die Gewerbeanmeldung und den steuerlichen Fragebogen auch schon direkt mit dem Eintragungsverfahren auch einzureichen beim Finanzamt und beim Gewerbeamt und nicht abzuwarten, bis die Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen wird. Und dementsprechend wird auch der steuerliche Fragebogen und auch die Gewerbeanmeldung für uns, für Sie auch vorbereitet. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge Informationen zur Gründung einer GmbH und Co. KG oder einer UG und Co. KG auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie eine persönliche Frage haben zur Gründung einer Gesellschaft, können Sie uns gerne telefonisch über unsere kostenfreie Hotline erreichen. Und ansonsten können Sie auch direkt online auf unserer Webseite Ihre Gesellschaft gründen lassen. Vielen Dank für Ihr Interesse und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.